Hier ist auch nicht mehr so warm, wie es früher war. So, kann der Pool ein bisschen arbeiten und dann gehe ich gleich rein. Kopfschmerzen wieder. War ein bisschen besser gewesen unten. Das ist jetzt dieser Käse und Kette habe ich gekauft, diese Armkette. Genau, da sagte er, das sei auch echter Stein. Wollen wir mal hoffen, weil die ist ziemlich leicht. Ich werde das gleich mal googeln, was das für ein Stein ist. Und das hat er immer, gibt er immer umsonst. Ja. Auch die großen halt für 50, ne? Guck, die kleine hatte ich da ja auch gekauft. Und ich habe mir wieder meine Nudeln mit Ketchup und Mayonnaise warm gemacht. Und meine Plätze habe ich mir hier auch mit Handtuch und allem, ne? Falls Katze wieder drauf war. Und jetzt esse ich. Und das ist übrigens dieses Edelsteinarmband, was ich gekauft hatte. Das ist Hyolit oder Hyaloid oder irgendwie so gegoogelt. Das ist beruhigend und für aufbrausende Menschen. Und damit sie ruhiger werden, konzentrierter werden und so. Ja, das war natürlich alles das, was ich jetzt nicht wollte. Aber egal, das Armband ist schön und der alte Mann hat sich gefreut. Das ist doch die Hauptsache. Und wer weiß, wofür es gut war. Ne? Also, das habe ich mir gekauft. Dann hatte ich ja noch in dem Einladen, dem Schnäppchenladen, noch so ein Armband geholt. So ein rosanes, das werde ich euch dann später zeigen. Jetzt sitze ich hier erstmal und war im Pool. Hab geduscht, aber der Pool, den kannst du ja vergessen. Ne? Also es ist so kalt. Also ich weiß nicht, 10 Runden, dann war so, nee, habe ich keinen Bock mehr. Also den Pool mache ich aus. Ich hatte auch kein Wasser reinlaufen lassen. Also werde dann nochmal abklären. Mein Mann habe ich immer noch nicht gemacht. Ne? Und dann mache ich ihn aus. Hat ja keinen Zweck mehr. Es ist zu kalt einfach. Ne? Tja, die Luft ist raus. Der Sommer ist vorbei. Poolsaison ist zu Ende. Nur noch für die Hartgesottenen im kalten Wasser. Guck mal, da ist ein Frosch. Ein Frosch. Da. Ein Frosch an meinem Sessel. Da. Ein Frosch. Was willst du denn hier? Geh weg, du Frosch. Geh weg. Du sitzt da. Jetzt ist er weg. So. Muss ich mal gucken. Da ist nichts. Ich hatte irgendwo letztes Mal das Schild gesehen, aber wo das ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Da ist nichts. Hä? Komisch. Hey Rossmann, wo bist du denn? Eigentlich hätte ich gedacht, das wäre jetzt hier irgendwo, ist aber gar nicht. Hä? Finden wir schon. Ich hätte jetzt da so gedacht, wisst ihr, hier vorne. Ist wahrscheinlich oben dann. Vielleicht kommen hier nur die Luxusboutiquen rein. Hier unten. Ich würde gerne nochmal, ich hatte hier schon zugemacht, mal gucken, ob es heute so kalt ist. Ich hatte zwar die ganze Zeit draußen gearbeitet, aber ich bin jetzt schon mal so eine halbe Stunde bin ich wieder drin gewesen und da wollte ich mal gucken, wie das Wetter ist. Hier so ist, es ist kalt, ja Leute, es ist ganz schön kalt, ne? Also das kann man jetzt nicht verleugnen, das ist schon kalt. Gucken wir nochmal, ja, die Menschen sitzen weiterhin auf ihrem Balkon, wie man sieht, es ist weiterhin
ordentlich. Immer der Kleine. Die haben so ein kleines Kind da drüben, die Russen. Und der läuft immer nackt rum. Ne? Nur mit Windel bekleidet läuft er rum Tag und Nacht. Aber jetzt ist ganz schön kalt, würde ich mal sagen, für eine Windel-Geschichte. Da würde ich dem T-Shirt anziehen und der Hose und Strümpfe wahrscheinlich. Ja, so sieht das jetzt hier nachts aus. Normalerweise bin ich dann immer im Bad schwimmen gewesen, nochmal nachts. Ne? Kannst du nicht machen, das ist eiskalt, das Wasser. Meine Söhne haben ja gesagt, dass es jetzt wieder wärmer werden wird am Wochenende, sollen ja nochmal 31 Grad werden. Vielleicht kann ich dann doch nochmal in den Pool gehen, das könnte dann durchaus sein. Meine Wäsche hätte ich auch nochmal einsammeln können. Ne? Zumindest die Handtücher bzw. diese Bettlaken, die sind sicherlich sauber. Von meinen Söhnen habe ich gewaschen. Die einen nur oben nicht, der andere hat ja oben geschlafen, da habe ich noch nicht gewaschen. Das muss ich noch machen. Aber ja, das würde ich dann machen, wenn sich das anbietet. Wenn ich die Maschine so ein bisschen leerer habe, dass das auch reinpasst. Ja, ich habe heute tatsächlich die Pflanzen nicht gegossen. Ich habe so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, das reicht noch. Die sind nämlich noch relativ feucht, nicht alle. Der ist so ein bisschen trockener und da sieht man ja nicht mal so viel Steine. Aber der hier, guck mal, der sieht ganz feucht aus, deswegen habe ich gedacht, ja, zu viel ist vielleicht auch nicht gut und dachte mir, ich mache das lieber nicht. Guck mal, die Pflanzen sind auch gleich wieder gewachsen. Ne? Der Gärtner hatte ja letzte Woche das Ding rasiert. Da sind schon wieder die ersten Dinger wieder raus. Naja, mein Lieben, so ist das hier in Alanya am Abend, Ende September. Es riecht noch sommerlich, warm. Aber wie lange noch, ne? Man weiß es nicht. Ja, also ich würde dann mich noch ein bisschen hinsetzen ins Wohnzimmer, melde mich dann nochmal und dann gehe ich auch bestimmt bald schlafen. Die Family hatte ich angerufen, die wollten mich auch nochmal gleich anrufen, schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, war es das dann auch. Naja, erstmal muss ich mit der Familie telefonieren. Und dann hören wir nochmal. Ich habe auch noch so ein bisschen Durst. Ich habe nur keinen Durst auf Wasser. Die Kinder haben mich so dran gewöhnt, Cola zu trinken, weil die trinken ja immer, wenn wir draußen sind, Cola und alles. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Wasser, ne? Mach ich nur. Ich habe auch alles ausgetrunken. Wir hatten noch so zwei Narsuyu, also so zwei von diesen Getränken hier, von den Granatapfelgetränken, die habe ich aber jetzt auch ausgetrunken. Hier habe ich nichts mehr. Was trinke ich denn jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht mache ich mir ein bisschen Eidern. Na gut, wir sehen uns dann. Ja, Nudeln habe ich ja gegessen, da sind noch ein paar übrig. Das werde ich dann entsorgen. Und ja, ein bisschen ist da noch. Vielleicht tue ich es in den Kühlschrank. Ein bisschen koche ich mir morgen neue. Das ist der zweite Tag, also das muss ja jetzt auch nicht sein. Genau, und dann schaue ich mal, ob ich die Familie jetzt erreiche. Hallo! Und einmal zurückgemeldet. Oh, Leute, ich habe die ganze Zeit mich schon mit euch unterhalten, aber mit meinem anderen Handy. Nämlich mit dem anderen, mit meinem alten Handy. Und dieses Handy, mit dem ich ja jetzt immer filme, das lag da am Modem. Und jetzt habe ich alles umsonst gequatscht. Ich habe bestimmt 10 Minuten mich mit euch unterhalten. Und ich habe euch eigentlich erzählt, dass ich mich mit den Edelsteinen beschäftigt habe. Ich habe mir die ja gekauft und habe mir so ein bisschen angeguckt, was das ist. Also das ist wohl ein Türkis. Also ich habe das jetzt mal fotografiert und in Google eingegeben. Das ist ein Türkis und der hat folgende Eigenschaften, Heilungs- folgende Wirkungen auf den Körper. Er soll, hatte ich euch das erzählt, ne, als wir uns draußen hingesetzt haben. Ja genau, können wir aber ja nochmal erörtern. Also er soll, ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen näher mit beschäftigt. Er soll sozusagen, er wird auch eingesetzt, wenn man so geschäftliche Dinge macht. Also er wird so als Erfolg, er verspricht durchsichtig. Man kann also man kann es durchschauen, den Menschen. Man kann, es ist so ein Erfolgsstein, ja, dass man auch gleichzeitig beruhigt er und lässt einen nicht so aufbrausend sein. Also er hat eine ganze Menge Eigenschaften, die gut sein sollen. Das ist auch größer gearbeitet. Ich glaube, es ist für Männer.
Das ist sehr breit gemacht, gerade genau für meine starken Unterarme gemacht. Das drückt nicht so. Ja, und dann habe ich mich nochmal beschäftigt, was das andere ist. Ich dachte eigentlich, das sei so eine Art Bernstein oder sowas in der Art. Aber der Verkäufer, der alte Mann, hatte gesagt, der hat mir das ja auch verkauft. Entschuldigung, ich habe Schokolade gegessen. Dass es auch gegen das böse Auge wirkt und so. Und deswegen habe ich das ja überhaupt nur mir geholt. Ja, das wurde jetzt da aber so nicht beschrieben in der ganzen Geschichte, die ich mir da angeguckt habe. Man müsste sich mal so eine, diese Bernstein-App runterladen. Da würde ich gerne mal gucken, dass ich das mal mache. Und dann kann man sich das, kann man das immer fotografieren und es würde direkt erkannt werden. Ich habe mich jetzt gerade, wie gesagt, mit den ganzen Bernsteinen beschäftigt. Und dann habe ich nochmal, beziehungsweise meine Söhne haben mich angerufen, die hier waren. Also der Ältere von denen hat mich angerufen, weil den hatte ich vorhin angerufen. Der war nämlich, dachte ich, beim Zahnarzt, aber war dann doch nicht, weil mein anderer Sohn sagte, er sei hatte da einen Termin beim Arzt, aber das war dann doch nicht der Fall. Und insofern, die waren geschäftlich unterwegs. Wie die aufs Zahnarzt kommen, habe ich keine Ahnung. Das hat er wohl irgendwas verplant. Aber der muss unbedingt zum Zahnarzt. Ich habe ihn da nochmal erinnert, dass er da auch unbedingt dann auch hingeht. Und nee, die hatten irgendwas Geschäftliches und haben gearbeitet und waren da irgendwo. Ja, und dann haben die alle dicke Winterpullover an. Und die haben alle die Pullover an, die sie hier auch gekauft haben. Da sitzen sie da mit doppelt und dreifach, also Pullover drunter und Pullover drüber, also voll warm eingepackt, sitzen sie da im kalten Deutschland. Ja, ich habe gesagt, hier wird es auch langsam kalt. Und ich habe gesagt, ich friere jetzt hier auch. Ich könnte auch Strümpfe anziehen und so. Aber ja, natürlich noch T-Shirt wird. Da haben sie geguckt, haben sie, wieso, ihr habt doch 27 Grad gehabt heute oder 28. Am Wochenende soll es wohl wärmer werden, haben sie mir auch noch gesagt. Da soll es wohl 31 Grad werden, Freitag, Samstag. Naja, genau. Und mehr haben wir dann auch nicht gesprochen und mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Deswegen, meine Lieben, würde ich mich jetzt ganz gern von euch verabschieden. Der letzte Vlog-Teil, den ich noch schneiden muss, alle Vlog-Teile, die ich, also alles, was ich heute erlebt habe, ist schon fertig geschnitten, lädt alles bei YouTube hoch. Da bin ich also durch. Es ist nur noch der letzte Teil, den ich jetzt hier gerade mit euch drehe. Der muss noch geschnitten werden. Bei mir gibt es auch absolut nichts mehr, was für euch interessant wäre. Ich habe eben schon erzählt mit meinem anderen Handy, was ihr gleich ja nicht sehen werdet, weil es eben auf dem anderen Handy gedreht wurde, dass ich mir Joghurt gemacht habe mit Pekmes. Und der Pekmes ist auch bald alle. Das haben wir gut hinbekommen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich bei dem kalten Wetter den Joghurt irgendwie dann auch leer bekomme. Ja, muss ich mal sehen. Ich habe jedenfalls den gegessen und dann habe ich noch Schokolade gegessen und jetzt bin ich eigentlich fertig für die Nacht. Obwohl es noch gar nicht spät ist. Es ist, glaube ich, ja, 8:30, viertel vor 9. Also es ist später, es ist sicher noch nicht. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Genauso machen wir das, weil es reicht für heute. Ich werde mir jetzt nochmal die Zähne putzen, weil essen werde ich nichts mehr. Und dann werde ich noch einen Schluck Wasser trinken, weil ich habe Durst. Und dann gehe ich ins Bett. Ja, dann werde ich mir noch ein paar Videos angucken, so bis 10 vielleicht. Und dann ist auch Schluss für heute. Und dann geht Mama schlafen und morgen ist ein neuer Tag. Morgen steht auch nicht viel auf dem Programm, außer dass ich ein paar Beauty-Videos auf Vorrat drehen möchte. Ebenso möchte ich gerne noch ein paar Finanzakademie-Videos auf Vorrat drehen, weil sich ein bisschen Unruhe in meinem Leben angekündigt hat. Die Termine, von denen ich euch erzählt habe, in Deutschland stehen an, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass ich demnächst nach Hamburg fliegen muss. Und deswegen möchte ich für diese Zeit dann schon meine Videos bitte gedreht haben, damit ich dann nicht wieder einen Leerlauf habe bei den anderen Kanälen. Weil sonst kann es passieren, dass ich das wieder nicht schaffe zu drehen. Weil wenn ich fahre, habe ich hier eine Menge zu tun. Ich muss hier eine Menge vorbereiten, weil ich nicht abschätzen kann, ob ich auch gleich wieder zurückfahre. Ja, bei uns kündigt sich zwar Besuch an und ich glaube auch, dass mein Mann und ich dann wieder zurückfliegen werden und zwar zusammen. Aber man weiß es eben nicht, ne? Unser Leben ist so ungewiss. Deswegen muss ich hier alles soweit dann fertig haben im Haus, dass es zur Not auch ein paar Wochen leer stehen kann. Was vor allen Dingen auch bedeutet, dass alle Möbel, die draußen stehen, die ganzen Liegen, die ganzen Auflagen, auch der Tisch hier draußen, muss alles hier rein.
Und ich muss auch die ganzen Lebensmittel rausholen, die eben im Schrank sind. Also die ganzen Gewürze und den Kühlschrank und so muss alles leer. Das gebe ich alles dem Gartenmenschen. Das machen wir jedes Jahr so, dass wir das, was wir hier noch haben, alles dem Gärtner geben, der Familie. Ja, da steht dann eine Menge an. Insofern hätte ich gerne meine Videos dann schon fertig gedreht, sodass ich dann immer auf Vorrat, auf Abruf sozusagen reinstellen kann. Meine Lieben, für heute ist aber jetzt erstmal Schluss, find lustig. Ich kann nicht mehr, ich bin auch ziemlich geschafft und ziemlich müde, weil, wie gesagt, mir die ganzen Ausflüge noch in den Knochen sitzen. Da muss Oma sich erst noch mal ein bisschen erholen. Und dann werden wir schlafen gehen. Ganz einfach, ein bisschen trinken möchte ich noch und dann ist Schluss. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schneide jetzt das Video noch, putze mir die Zähne, gehe ins Bett, gucke noch ein paar Videos und dann sehen wir uns morgen hoffentlich in alter Frische wieder. Schlaft ihr auch gut, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.